hier sind die Stämme der Bergnuss. Mein Name ist Frieda und das sind unsere Themen. Corona hat gerade den Bürgermeister am Mikrofon. Wir schalten jetzt zum alten Amtshaus. Wie finden Sie eigentlich die Stemmwieder Bergnews? Ich finde das total klasse, dass ihr mit den Stemmwieder Bergnews auch mit neuen Technologien euch auf den Weg gemacht habt, gemeinsam mit der Stemmwieder Bergschule und uns im alten Amtshaus hier zu begleiten. Und ich glaube, das ist was ganz Modernes. Und das passt auch zu Stemmwede, weil Stemmwede, das ist für mich Hightech und Heimat in einem. Jetzt live zu finden auf den 5er-6er Schulhof und schauen, was da los ist. Hier ist Finja vom 5er-6er Schulhof und ich frage heute nach den Highlights der Woche. Wir interviewen heute die Mira aus der 6C. Was war dein Highlight der Woche? Wir haben gestern erfahren, dass wir GL, also Gesellschaftspflege, eine Woche später schreiben. Danke. Und ich habe hier die Lina aus der 5B. Was war dein Highlight der Woche? Also ich habe mit meiner Gruppe in der AG Filme drehen, einen Film gedreht, zu Ende gedreht. Und was war das für ein Film? Also wir haben einen Film gemacht, wo es um eine Klasse geht und die hat das ganze Klassenzimmer verwüstet und die Lehrerin immer so geärgert. Ja, also das war ganz schön eigentlich. Okay, danke. Das war's von mir von dem 5er-6er Schulhof und ab ins Studio. Wir haben das Glück, mit der Schulministerin zu sprechen. Wie findet sie Stemmwede? Wir schalten dort mal hin. Wie ist denn überhaupt Ihr Eindruck von Stemmwede? Ja, mein Eindruck von Stemmwede ist erstmal positiv, also, aber ansonsten ist natürlich Stemmwede schon ein toller kleiner Ort, wobei ich ja gerade gehört habe, eigentlich ist ja Köln eher die Kleinstadt und Stemmwede der große Ort. Und ich kann aus meiner vorhergehenden Tätigkeit als Landtagsabgeordnete zusammen mit dem jetzigen Bürgermeister Kai Abretzert nur sagen, also bevor er das Amt übernommen hat, muss ich sagen, war Stemmwede nicht wirklich bekannt. Aber jetzt mit der Amtsübernahme kennt also ein sehr, sehr großer Kreis Stemmwede. Aber der erste Eindruck ist sehr, sehr positiv. Man hat so wirklich das Gefühl, hier ist die Welt noch in Ordnung. Okay. Mein Name ist Julius und nun kommen wir zum Sport. Beim Spiel Nettstedt gegen Lemgo haben wir Moritz Schade vor die Kamera bekommen. Wie fanden Sie das Spiel? Ja, natürlich enttäuschend. Wir haben verloren, aber wir haben, glaube ich, einen guten Kampf geliefert. Und wir spielen nächste Woche gegen Minden, deswegen gilt es, das Positive rauszuziehen. Und der Kampf hat gestimmt, die Qualität nicht. Und da werden wir jetzt dran arbeiten in der nächsten Woche, dass wir dann nächste Woche die 2 Punkte holen. Wir schalten jetzt live nach Düsseldorf zum DGU-Wettbewerb, wo auch wir ein Team am Start haben. Ich bin Clara von den Stemmweder Bergnuss. Wir sind heute bei der DGU-Preisverleihung in der NRW-Bank. Es ist verdammt kalt hier draußen und wir haben eine sehr gute Stimmung. Und jetzt gehen wir mal rein und gucken, was da so los ist. Wir sind jetzt in der NRW-Bank. Hinter uns sehen wir die Stände der anderen Schulen. Mal gucken, was die Leute aus unserem Team so sagen. Wir sind jetzt bei unserem Stand. Bei mir sind Julius und Finja, die gleich unsere Bühnenpräsentation machen werden. Finja, wie geht's euch? Soweit gut, wir sind ein bisschen nervös. Okay, und was erhofft ihr euch für heute? Dass wir die Jury von uns überzeugen können. Okay, dann danke ich euch für das Interview. Das war's von uns. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, folgt uns dann noch auf Instagram.